So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Diesmal wollen wir hier den schönen Fahrstuhl betreten, um uns nach oben zu Mr. Quinns Büro durchzukämpfen. Wir werden jetzt da den Aufzug betätigen, hoffe ich schon mal. Ja, gut. Eigentlich bräuchten wir schon gleich eine Deckung, aber irgendwie gibt es hier keine. Er erwartet dich wohl. Gut. Ja, gut, dass er uns nicht erwartet. Haha, da freue ich mich aber. Ah, klasse. Ah, scheiße. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Aufstand? Sie Aufstand? Verzeihen. So viele ich nehme dich Leute gleich auch noch, alter Sack. Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Du bist tot, Alter, du bist tot. Nutz deinen Schädel für Minigolf. Jawohl, Alter. So muss das. Alter. Ach du Scheiße. Da haben wir mal ein paar Gegner. Okay, scheinen alle gar da draußen zu sein. Da kommst du nicht durch. Oh Gott. Hier ist aber wieder ein Vollstrecker. Müsste ich eigentlich ausschalten können, wenn er vorbeiläuft. Wuhu, das war eine enge Geschichte. Aber jetzt haben wir hier schön eine Falle liegen. Wow, Alter. Wie präzise werfen die bitte Granaten? Jawohl, spreng dich selbst auf, du Vollpfosten. Der kommt gar nicht an mich ran. Ist ja wohl klar, wie das hier ausgehen wird. Aha, ja. Ich weiß auch, wie das ausgeht. So. Unbekannter Verdächtiger. Aber ihr macht nicht lang. Bewegung verfolgen und durchgeben. Over. Alter, sind. Euer Ernst. Ei, Karamba. Helikopter, da freut sich aber jemand. Zwar ich, nein, ich verdammte Kacke. So. Wo ist die Sau? Hat hier nichts zu suchen. So. Ich lasse jetzt vielleicht wieder lauter Granaten. So, da hinten muss ich hin. Okay. Ich flieg gleich in die Luft. Da brauchen wir auch keine gescheite Deckung hier. So. Wer schießt denn da wieder rum? Mann, ah, endlich. Alter, Scheiße. Direkt schon Sound.
Nein! Gerade wo ich in Deckung gehen wollte. Nein! Nein! Aber ja, wie gesagt, kein Weg zurück, ne? Es gibt nicht viele Möglichkeiten zurückzugehen hier. Jetzt schicken die auch noch zwei Helikopter, ich glaub's nicht. Ich find's kacke. Helikopter sind kacke. Immer wenn ich jetzt in Zukunft einen Helikopter sehe, hab ich keinen Bock drauf, Alter, was drin ist. Nö, jetzt muss ich auch die Tür selber aufmachen. Ich verarschen, so. Ja, klasse. Jetzt haben wir wieder schön die Granaten geworfen, wunderbar. Und noch eine Granate, jawohl. Jeden Vollstrecker wäre schon halt hier ausschalten, wenn er hierher kommt. Sollte er hierher kommen. Was er bestimmt tut, was er vom Strecker denkt. Niemand kann mir was antun! Oh. Sauhund. Nein! Fast wäre ich noch reingekommen wieder. Oh, das fängt ja wieder gut an hier, die Folge. Das ist natürlich Weltklasse. Ich glaube, hier an dieser Stelle bleiben wir zwei Folgen. Habt ihr Bock drauf? Ich nicht. Denn ich möchte endlich diesem alten Mann den Schädel einschlagen. Muhaha! Oh, das werde ich auch noch. Hallo. Ah nein, der lebt doch scheiße. Okay, den Typ müssen wir wieder einzeln ausschalten hier. Da geht rein. Boah, leck. Granaten gehen mir noch so auf den Keks. Glaubt ihr gar nicht. Da hab ich ihn gesehen. Alter, warum werde ich denn verletzt hier? Mann, hier ist eine Mauer dazwischen. Komm schon. Gegen Deckung. Boah. Scheiße, das ist eine Geschichte, oder? Boah. Die mit ihren ständigen Granaten. Alter, gehen die mir auf den Keks. Da ja, und schon wieder eine. Wunderbar, sogar zwei. Boah, da hat sogar die Tür zugehauen. Habe ich eigentlich irgendein Spielzeug hier? Splittergranaten habe ich. Acht von den Dingern. Ein Blackout. Scheiße! Das ist aber beschissen hier. Ich komme nicht mit der Kamera raus direkt. Ich müsste direkt draußen in eine Kamera rein, um die auszuschalten. Aber das geht nicht so, wie ich es hoffe. Also wie ich es will, besser gesagt. Mal alles. Das ist nur eine Kamera da über dem Eck, aber dann stehe ich da dumm in der Gegend rum und bin freies Ziel für jedermann. So, diesmal nehmen wir gleich schon die Dinge.
gleich hoch. Bin gleich soweit. Oh, ganz intelligent. Chips, so, den muss ich normal ausschalten dann. Wenn es da hochkommt. Alter. So, bleibt ihr mal alle gerade liegen, ihr Säcke. Denn jetzt bin ich dran. Scheiße, wenn man verletzt wird dabei. Aber den Typ da erreiche ich nicht einfach so. Okay, den muss ich jetzt so ausschalten dann. Huhu. So. Einer nach dem anderen. Alter, wollen sie wirklich alle nach dem anderen da reinschicken, Alter. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist Scheiße. Gleich da. Haltet durch. Luftunterstützung, Luftunterstützung. Ihr seid also beschissene Luftunterstützung hier. Auftragsmörder mit langjähriger Erfahrung. Das ist natürlich ein Case, ne? Der ist natürlich der King jetzt. So, wo ist der Helikopter? Genau über mir. Verdammte Kacke. Ja, an den Helikopter komme ich nicht dran, die Kamera, ne? Nope. So, der Auftragsmörder mit langjähriger Erfahrung, das ist natürlich schwer, da hinten auszuschalten. Und das sind die zwei anderen hier. Vor allem den da, den Sprengmeister. Wo bist du? Sieht denn irgendjemand? Dann ist noch zwei, muss nur noch den Helikopter aus. Ah, nur noch einer, muss nur noch den Helikopter ausschalten. Zack. Da war noch der Helikopter und ich. Komm schon. Jetzt hab ich die Schnauze voll, der Arsch ist weg. Jetzt aber flott hier. Flott, flott, flott. Bevor die wieder zurückkommen. Schnell ins Gebäude hier. Woo! Ja, mein Gott sei Dank. Da ja, sogar automatischer Speicherpunkt. Ach du Scheiße. Finden Sie Quinn. Hier liegt ein Blackout rum. Das ist die allergeilsten. Chioga, die Verlängerung ihrer Medikamenteneinnahmen bestätigt. Schön. Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara Little beenden. Das interessiert mich, was der labert, der Typ. Okay, Profile öffnen. Kann ich da rein? Ich kann nicht da rein. Was ist das für ein Witz? So, Leute. Na, Mr. Quinn, wo verstecken Sie sich denn? Mr. Quinn! Huhu! Das Blöde ist, ich kann hier nicht rennen, falls ihr euch wundert, warum ich so langsam da rumschleiche. Alter. Ein bisschen rennen würde ich ja schon gerne. Weißt du, hast du mir gerade die Pistole oder so? So, jetzt laufe ich hier rum, ne? Und weit und breit. Ups.
Na? Hier wären wir. Ja. Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Scheiße. Gehen Sie weg. Ich schwöre Ihnen, dieser Raum ist absolut sicher. Tja. So viele Leute wollen Sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Ja. Oh je. Na, wie geht's Ihrem Herz, Mr. Quinn? Ist alles in Ordnung? Lächle. Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin Ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Ja. Jeden Einzelnen. Noch? Na, geht auf die Pumpe? Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Jo. Auf den Knien. Richtig. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Deshalb sind wir auch hier, das wollen wir wissen. Wir dachten, Sie wollen das. Sie waren schlampig. Wären Sie abgehauen? Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? Tja. So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Ja. Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Assi-Spruch? Weil sie nicht wichtig sind. Mach die Scheibe auf, ich will dich rausziehen. Mach dich fertig. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. So, der nächste Abschaum, würde ich das sagen, ist dann der Bürgermeister. Ich will denn jetzt zugucken, wie er stirbt. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerade wiederbelebe, oder? Oder komplett töte dadurch, keine Ahnung. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle. Okay. Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lina? Nichts. Tja. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. Das ist hier die Frage. Tibor, es war tatsächlich Quinn. So. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Okay, lade es. Von was? Siehst du dann? Oh Gott, laden Sie das Video runter. Was war das? Was war das?
Okay, auf jeden Fall sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.